neue Truppen kommen. Zu Befehl! Vorwärts, Krieger! Nein, direkt vom Ork-Monument. Haltet durch, Männer! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Okay, ich decke hier noch den Sumpf schnell auf. So, der ist auch down. Ich denke aber, mit unserer aktuellen Heldengruppe könnten wir dann auch... Oder spätestens dann, wenn wir 20 erreicht haben, was wir haben sollten, wenn ich das Mosaik fertig habe. Verstärkt die Deckung! Okay, der Klingentänzer ist respawned. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Also ja, lassen wir die ein bisschen hier. Verstärkt die Deckung! Weil das ist gerade recht easy, an Erfahrungspunkte zu kommen. Und ich will nur mal gucken, ob sie noch ein paar Streuner im Sumpf verirrt haben oder ob alles hier ruhig ist. Weil die hier oben brauche ich, wie gesagt, nicht angreifen. Das sind viel zu viele. Sind zwar auch nur ein paar Level 4er dabei noch. Ja, da könnte ich zwischendurch auch mal beim Knochenschnitzer anfangen und Miratur von den Imperialen befreien, was irgendwie logischer wäre, es zu machen, bevor ich Shaldun betrete. Also nachher sind in Shaldun alle Imperialen tot und dann gucken die noch in Miratur rum. Ergibt ja nicht gerade sehr viel Sinn. Die Knochenschnitzer-Quest, an die kann ich mich noch einigermaßen gut erinnern. Also die wird später noch richtig anstrengend und komisch. Aber ja, dazu töten, das bringt gut XP, muss ich sagen. Verstärkt die Deckung! Und interessante... Schlagt sie zurück! Ringe. Feindlicher Angriff! So, eine Runde machen wir noch mit denen hier.
Also sie bleiben scheinbar unten am Ork-Monument stehen. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen um den Zehenfels hier oben machen. Ja, dann geht's als nächstes wieder ins Wintertal zum Portal nach Tirganach. Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Ich meine, wir kommen mit der Hauptstory relativ gut voran. Wir haben bis jetzt ja fast nur Hauptstory gemacht. Schließt die Reihen! Da können wir jetzt mal ein bisschen die Deckung machen, so zwischendurch. Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! So, den Option noch killen. Dann kann ich hier weg. Portal nach Tirganach. Ja, ich weiß, dass ich ein Monument. Ey, cool, und hier ist so gut wie alles noch aufgedeckt. Das heißt, ich kann mich eigentlich gleich dann zum Zwergenmonument porten. Der Zwerg ist immer noch bewundet. Was steht unterwegs? Dresch ans Werk. Okay, meine Runenkraft ist jetzt sehr niedrig. Ja, leider setzt das auch die... Mein Bevölkerungslimit zurück. Lasst uns anfangen. So, für Verteidiger brauchen wir späte Bootsüberhalle und große Waffen. Gibt es Arbeit? Für die späte Bootsüberhalle große brauchen wir mittleres Haupthaus. Okay. Was wollt ihr? Und los! Ach nee, beim Stein kann ich es nicht. Gibt es Arbeit? Beim Stein mache ich es normal. Fresh ans Werk. Was wünscht die Rune? Was wollt ihr? Und los! Hier brauche ich Platz für die Schweinezuchten. Was wollt ihr? Kinderspiel! So.
Wird gemacht. Ihr begebt euch mal da runter. Ihr wünscht? Fresh ans Werk. Ja, das ist halt immer noch die Map, wo wir wenig Freiraum haben. Was wollt ihr? Aber wie gesagt, 30, maximal 40 Verteidiger sollten reichen, um... Wir haben ja schon Level 12er Verteidiger. Das Gebäude ist fertig. Was wollt ihr? Und los. Schon unterwegs. Das wird ein Meisterwerk. Ich höre... Kinderspiel. Was wollt ihr? Einigkeit. Schon unterwegs. Was wollt ihr? Half zur Ehre. Gibt es Arbeit? Und los. Wobei, ich sollte mich dann erstmal auf die Nahrungsproduktion fokussieren. Das Gebäude ist fertig. Das wird ein Meisterwerk. Quetschen wir diesmal das Nahrungslager in die Ecke. Ja, soweit ich es auch noch in Erinnerung habe, sind das auch die einzigen Ressourcen auf dieser Map, hier gleich am Startpunkt. Fresh ans Werk! Erwünscht? Spuckt in die Hände, Männer! Das Gebäude ist fertig. Na, ich gehe einfach mal hier ein bisschen aufdecken, während die Ressourcen sammeln. Und ja, ich könnte hier noch mehr Arbeiter dran arbeiten lassen, an dem Steinvorkommen, aber... Das Gebäude ist fertig. In die Hände, Männer! Einfach quetschen mal. Sagen wir so, Wintertal hat auch den kleinen Vorteil, dass es nicht sonderlich groß ist als Map.
Das heißt, das Gebäude ist fertig. Die Mosaik-Heinis ziemlich schnell finden. Also die Mosaik-Wächter. Fresh ans Werk. So, ich hoffe, dann passt da noch eine Schweinefarm hin. Dann haben wir 5.